Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 13 nicht mehr, und zwar FIFA 14. Ja, super Michi, das ist, jetzt ist mir das erstmal passiert, dass ich noch bei FIFA 13 war. Und wir spielen jetzt das Testspiel gegen Paris Saint-Germain. Ich habe im Hintergrund ein bisschen Musik laufen, GEMA-frei habe ich mir runtergeladen. Keine Ahnung, was das für Musik ist. Ich habe es nicht durchgehört. Geht ungefähr 20 Minuten. Mache ich gleich aus, natürlich im Spiel, ist ja klar. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, was euch. Oh Mann! Was euch hier erwartet. Rgotta nehme ich mal mit. Lapa für ihn. Hermann, Shalanoglu. Und Hermann tauscht mal mit ihm. Und ja. Dann kann's losgehen und ich mach mal die Musik aus. Das war jetzt, also kommt jetzt ein bisschen abrupt, ist klar, ne? Aber naja, ist halt so. Und los geht's! Nochmal, Jörg Gladbach. Und die Einlaufhymne funktioniert nicht mehr, das ist natürlich wunderbar. Naja, egal. Wieder im Regen. Mal gucken. Paris Saint-Germain ist natürlich eine andere Hausnummer als Hull City. Oh, da marschiert der Raphael ja fast durch. Ich müsste vielleicht gleich mal ausschnauben. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Lavezzi, erstes Mal gegen Stranzel. Stranzel. Und Arango treibt den Ball nach vorne. Ja, also was gibt's zu erzählen? Das hier ist der vierte Part. Ich hab. Boah, nee, ich muss auch schnauben, tut mir leid. Mal eben kurz. Hört man bestimmt, aber ich hoffe einfach drauf, dass man es nicht hört. So. Der erste Spieltag ist ja gegen die Bayern. Ich kann nachher mal in den Kalender gucken und euch das zeigen. Und ich kann jetzt mal so ein kleines Fazit bisher zu FIFA 14 ziehen. Schön. Schlecht. Also. Schön. Kruse! Oh! Das Heimtor will einfach nicht kommen. Es will einfach nicht. Marquinhos oder so erzählt dir gerade was drüber. Wahrscheinlich ist es ein Neuzugang. Also, ich wollte. Ja, genau. Ich wollte darüber. Was? Worüber? Scheiße. Ich hab's vergessen. Mal überlegen. Worüber wollte ich eben reden? Mensch, ich weiß das nicht mehr. Alter, bin ich blöd. Aber das kennt bestimmt jeder, wenn man irgendwie mal wovon anfängt zu reden, dann irgendwie sich selbst unterbricht oder selbst unterbrochen wird und dann einfach vergisst, worüber man reden wollte. Ja, ich hab's vergessen, komplett. Naja. Vielleicht fällt's mir nochmal ein, vielleicht nicht. Victor Perez. Auf Juan Arango. Und Victor Perez. Und nochmal Victor Perez. Und da kommt Shalanoglu. Und da ist Hermann. Uiuiui. Also auf jeden Fall bräuchte ich so ein bisschen bulligeren Stürmer. Oh. Das regt mich irgendwie richtig auf, dass ich vergessen habe, worüber ich reden wollte. Aber naja. Ist ja egal, ne? Edinson Cavani ist ja auch ein Neuzugang von Paris Saint-Germain. Die haben sich ja alles gekauft, was irgendwie zu kaufen war. Und nicht mal durch Leistungsgeld, sondern durch ihr Abu Dhabi-Geld. Janschke. Kruse. Schön.
Hermann, mach die nicht rein. Oh Gott. Ich muss, glaube ich, niesen. Wartet mal eben. Nee, ich muss doch nicht niesen. Mike Nunn oder so pariert. Weißt du, da kaufen sich 10.000 Spieler und haben dann irgendeinen No-Name im Tor. Komisch. Also die Ligue 1 hat mit Edinson Cavani und Radamel Falcao ganz schöne... Oh. Ganz schön viel Haare. Viel Haare dazu gewonnen. Und Cavani und Co. Und hier, wie heißt er? Falcao haben viel Geld dazu gewonnen. Boah, tut mir echt leid, dass ich hier ausschnauben muss. Aber es geht nicht anders. Ich glaube, ich muss meinen Bruder mal fragen, ob er mir irgendwie so ein Programm schreibt. Wenn man hier die Musik nicht mehr selbst einfügen kann, dass das irgendwie anders geregelt wird. Dass ich irgendwie nur F7 drücken muss und dann spielt die Musik und dann F8 und... F8 war schlecht, F6 und dann wird es irgendwie wieder leiser oder so und geht dann ganz weg. Irgendwie sowas müsste ich mir mal überlegen. Schön. Schnell ausschnauben. Alter, jetzt... So, jetzt halte ich aus. Ich verspreche es euch, obwohl ich jetzt schon wieder ausschnauben könnte. Aber naja, ich halte es jetzt aus. Dams auf Raphael. Schön gespielt, Raphael. Schlecht. Da wollte ich nochmal zurück zu Kruse. Das war wirklich sehr, sehr schlecht gemacht von mir, aber naja. Muss ja nicht immer gleich das Gelbe vom Ei sein. Ich meine, dafür ist die Vorbereitung da und das ist Patrick Herrmann. Und das ist die 7. Minute und das ist das 1:0. In der 7. Minute. Nicht. Denn er ist die Nummer 7. Ich fail, so was ist denn los mit mir? Aber schön reingeschlenzt. Oh, Alter, wie ich fail. 44. Minute, 1:0. 7. Minute. Gott. Schön. Ich bin das nicht. Das ist mein erkältester Bruder, der in meinem Zimmer lebt und auch... Ne, wir teilen uns halt ein Zimmer. So ist das. Ja. So ist das auf jeden Fall. War nicht ernst gemeint. Ne? Nicht, dass das wieder wer falsch auffasst. Pause. 1:0 führen wir. Total verdient. Schönes Tor. Ne, vor der Aufnahme war nicht so... Nicht Allergie, ist ja keine Allergie hier, schnupfenmäßiges. Und jetzt, wie Schmitz Katze. Çalhanoğlu bisher unauffällig. Schlecht, was mache ich eigentlich? Sieg. Heil. Nein, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Wenn ihr es überhaupt akustisch verstanden habt, denn ich habe mich ihm selber nicht gehört. Boah, Alter, ne? Ich habe Danny Burnett eben geguckt mit Solution. Dieses Kill-Duell, das ist ja richtig widerwärtig. Weißt du, dieser Danny Burnett shoot so, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Die ganze Zeit, das hat mich so angepisst. Warum gucke ich überhaupt noch auf seinen Kanal nach, Alter? Hat mich selten sowas so angepisst und dann, ich finde, man hat richtig gemerkt, wie das Solution keine Lust gemacht hat. Ich finde, man hatte richtig, richtig so das Gefühl, nee, das ist nicht so meiner. Weißt du, also die sind nicht auf einer Wellenlänge. Das kennt eh jeder, der irgendwie soziale Kontakte hat. Es gibt einfach Leute, ja, die oh, Arango, wunderschön, Juan Arango, 58. Minute, 2:0.
Wunderschön. Und da packt er seinen Kleber aus. Schöner Schuss. Also das ist jetzt schon ein bisschen einfach, dass wir 2:0 gegen Paris Saint-Germain führen. Haben wir jetzt eigentlich schon Hofmann? Das soll nämlich das nächste Talent werden, weil Gladbach bringt ja immer so viele Talente hervor. Also in echt jetzt im Real Life glaube ich, dass Patrick Herrmann das nächste Talent ist, obwohl ich glaube nicht, dass er es so weit schafft wie wie ihr Reus. So Hammer ist er dann glaube ich doch nicht, aber ich, also ist schon talentiert, der nette junge Mann. Patrick Herrmann. Aber es gab ja Talente wie hier. Marco Marin, Marco Reus. Ah, da gab es bestimmt noch viel mehr, aber mir fallen gar keine mehr ein. Ter Stegen ist natürlich auch so ein Riesentalent. Aber ich rede gerade von so Spielern, die Tore schießen können. Okay, das waren jetzt nur drei Beispiele, aber irgendwie habe ich mehr in Erinnerung. Nun, mir fallen halt gerade keine Namen ein. Das ist schlau, ne? Wenn man was sagen will. So, wir wechseln. Mal sehen. Torben Marx hat noch gar nicht gespielt diese Saison. Juan Arango geht auch mal raus. Ah, Xhaka darf ich mal spielen lassen, oder nicht? Rrgotta hat noch gar nicht. Ne, lass Rrgotta spielen. Rrgotta. Rrgotta. Rrgotta, oder nicht? Oh, ich muss niesen. So. Gesundheit, danke. Imaginärer Freund. Şalhanoğlu. Probiert's dann nochmal. Scheitert an Mike Nunn. Mike Nunn? Ich weiß es nicht. Mike Nunn. So, also dreifach Wechsel. Xhaka, Marx und Rrgotta kommen in die Partie. Für Arango. Wer ist noch rausgegangen? Şalhanoğlu ist auf jeden Fall rausgegangen. Und mehr weiß ich gerade nicht. Herrmann ist, glaube ich, auch rausgegangen. Ja, Herrmann ist auch rausgegangen. Alvaro Dominguez. Victor Perez. Schön gespielt. Xhaka, der hat doch auch einen linken. Aber... Was? Gelb für Janschke. Ja, komm, gelb war schon ein bisschen übertrieben. Matuidi geht nicht, und zwar Lukas geht, und für ihn kommt Pastore oder Pastor. Der Pastor. Der hat mich getauft. Oh. Digne. Was ist eigentlich mit Ibrahimovic? Wo ist der? Ist er verletzt oder so? Ich weiß es nicht. Also erster Spieltag gegen Bayern ist natürlich schon eine Aufgabe. Schön gespielt, Victor Perez. Ja, war geplant. Auf jeden Fall. Ne, nicht, dass ihr das ernst nehmt. Das war nicht geplant eben. Das passiert mir öfter. Das ist mir mit Robben auch schon passiert in meiner Bayern-Saison. Dass der einfach so einen komischen Trick macht, anstatt zu schießen. Ich glaube, das ist, weil ich irgendwie auf die Trick-Taste komme oder so. Also, ne, ihr die diese Pässe macht. Der ist zum Glück eben angekommen, der von Xhaka. Oh, schöne Idee. Obwohl es ja keine Idee war. Kruse. Schade. Digne.
Ich hab's wirklich komplett vergessen, worüber ich reden wollte. Ich hätte ja eigentlich kurz mein Audio anhören können und dann doch weiterreden können, aber nee, das wäre auch so ein bisschen dumm gekommen. Aber werde ich gleich machen. Denke ich. Die Audio anhören. Schön, Raphael. Schön, Schaka. Schaka 3-0, 90. Minute. Er darf auch nochmal. Und macht auch nochmal den Jubel. Obwohl ich die Schuhe überhaupt nicht mag. Hat zwar nichts damit zu tun, aber wollte ich nur mal anmerken hier. Schön. 3-0 gegen Paris Saint-Germain, das ist schon ein fast zu hohes Ergebnis. Vielleicht müssen wir doch hochstellen. Auf Weltklasse. Jetzt schon so früh in der Saison. Obwohl die Saison noch gar nicht angefangen hat. Boah, ich muss mir gleich erstmal Taschentücher holen. Ich bin aber auch oft erkältet, Alter, das ist richtig eklig. Richtig eklig. Schön. Komm, jetzt kann er abpfeifen, meinetwegen. Wir kriegen eh keinen Angriff mehr. Oh, Alter. Solange der Ball nicht richtig weggebolzt wird oder so. Oder so. Ja, jetzt wird er abpfeifen. Schön. Wir gewinnen mit 3-0 gegen Paris Saint-Germain. Ja, ganz schön hohes Ergebnis dafür, dass es Paris Saint-Germain ist. Und ich mache mal wieder Musik an. So, jetzt können wir noch so simulieren bis Bayern. Hakan Çalhanoğlu. Angebot akzeptiert. Ja, das haben wir schon gesehen. Bitte. Das haben wir verbessert. Also. Angebot akzeptiert. Jetzt müssen wir ihm nur noch ein Angebot machen. Ja, okay. Und dann erstmal Rotationsspieler. Pressekonferenz. An Pressekonferenz nehmen wir natürlich teil und verunsichern Ribery. Okay, wird nichts zugeschrieben. Scout Abschluss Peter Sliskovic. Nee, der ist es nicht. Der ist es nicht. Packard ist es vielleicht. Hofmann ist es, glaube ich, erstmal auch nicht. Auf jeden Fall steht Bayern jetzt schon an, deswegen muss ich jetzt speichern und mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage, wie immer, tschüss und bis zum 5. Part, ist das jetzt? Ja, ich glaube, der nächste ist der 5. Part. Naja, haut rein, ciao.